Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Wi-Fi-Match. Und diesmal gegen das Twilly, hier jetzt Michael genannt. Und wir treten heute auf besonderen Wunsch von ihm mit einem NFE-Team an. Es besteht aus Sparky, meinem Pikachu, meinem Kugelblitz-Pikachu. Dann haben wir Marty, das Verkokel. Wir haben dann St. Martin, das Laternecto, weil St. Martin, ja, kommen Sie her. Dann haben wir Aladdin, das Qualadin, also Igastanisch. Dann haben wir Darude, weil Boden-Pokémon, Sandstorm, na egal. Und dann haben wir noch von Markus, also Hose, ja, haben wir noch von Markus dieses Mundtier mal bekommen im Tausch-Stream. Und ich würde sagen, Hosensuchibero, so, damit wir das Ganze jetzt mal abgeschlossen haben. Und wir werden jetzt gegen Maike antreten. Entschuldige bitte, wenn ich jetzt er oder sie sage. Okay. Das ist. Okay. Okay, wie fange ich an? Ja, die Frage ist, mit was fängt er an? Er hatte vorher kein Wasser-Pokémon dabei, was schon mal ziemlich gut ist. Somit habe ich schon mal drei Pokémon mit einer Wasserschwäche schon mal so fast sicher. Gut, okay. Eventuell könnte das Luxio Eiszahn? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Aber wir fangen mit Marty an. So, und wir gehen dann in den Kampf. Ich habe jetzt auch die Musik nicht geändert. Komm, ich. Eine Standardmusik ist jetzt auch mal was Nettes. Und Maike will. Hallo Maike. Zufälligerweise hast du Maike. Los, Verkokel. Hector, wer ist Hector? Oh! Schon mal ein starker Lied. Sehr schön. So. Mein Verkokel besitzt leider keinen Armstoß gerade. Hätte ich jetzt zufälligerweise gebrauchen können. Aber Marty, mein Verkokel, trägt ein Leben-Orb und hat volle Angriffspower. Hat als Moves Stromstoß, Kraftkoloss, Flammenblitz und Tiefschlag. Und, naja, was soll ich sagen? Wie machen wir das jetzt? Kraftkoloss? Und dann riskieren, dass Marty vielleicht dann drauf geht. Es wird Robustheit haben. Deswegen, ich gehe auf Tiefschlag, komm. Es ist fehlgeschlagen. Du machst Tarnsteine. Schade. Okay, du musst wahrscheinlich jetzt auswechseln, oder? Ich riskiere es jetzt, komm. Kraftkoloss. Es hat keine Robustheit. Okay. Ich hätte mir das Ganze also jetzt viel besser machen können. Tja, gut, dann habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal dezent ein Problem. Wer ist Lumi? Lumi ist das Visco. Wie heißt es? Viscogon? Viscogot? Viscogon oder Viscogot? Es könnte eine Wasserattacke, sonst würde es ja nicht einwechseln. Ich schick mal Aladdin raus. Donnerblitz. Okay. Nett. Und da wirken auch schon die Überreste. So, Lumi, was machen wir denn mit dir? Ich würde sagen, ich gehe auf den Stachler. Weil was du kannst, das kann ich schon lange. Eisenschweif? Okay. Okay. Ich weiß nicht, was er vorhat.
Aber wir sind auf jeden Fall jetzt ungefähr auf demselben Level, so was Hazards angeht. Ne, von wegen Stachlor, Tarnsteine. So, Aladin, ich würde sagen, du machst jetzt noch mal eine Lage Stachler. Und er dürfte eigentlich jetzt kein Pokémon haben mit Auflockern oder... Warum machst du Steinhagel? Ich verstehe es nicht. Egal. Wir machen jetzt Egelsamen. Vegetarier! Und ich habe schon gedacht, das Ding hat Viskosität. Jawohl, jawohl. Drakometeor, ja, richtig gut. Mein Spezialangriff ist schon mal gesenkt worden. Na, immerhin. Immerhin etwas. Aber im Vegetarier hat er mich jetzt echt überrascht. Tja, die Sache ist jetzt... Vegetarier hat es mir jetzt kaputt gemacht. Deswegen gehe ich jetzt einfach auf Superzahn, komm. Das Gute ist aber, dass Lumi nicht gerade schnell ist. Ach so, du hast Überreste. Okay. Warte, was kannst du? Du kannst Eisenschweif, du kannst... Steinhagel und du kannst Drakometeor. Drakometeor wird er aber nicht mehr einsetzen. Das heißt, er geht auf physische Moves. Mal gucken. So. Ich würde sagen, ich gehe jetzt auf Darude. Darude hat nämlich eine schöne Fähigkeit. Nicht Bedroher, was jetzt gerade vielleicht ziemlich angebracht wäre, aber es verfügt über die Fähigkeit Hochmut. Und mit einem Step-Erdbeben sollte es reichen. Okay, perfekt. Denn jetzt aktiviert sich Hochmut. Und an deiner Stelle würde ich jetzt relativ schnell machen. Weil Rokaiman ist jetzt nicht gerade so... Das Pokémon, das du jetzt lange... Nosferala, okay. Statt Nosferatu. Stimmt, ich bin gescarft. Da ist Erdbeben jetzt nicht mehr so gut. Jetzt weiß ich auch nicht, Akrobatik würde er jetzt nicht drauf haben. Weil also meines Wissens nach hatte, ist ein Item. Ja, das ist jetzt natürlich die Sache. Ich schicke mal Marty raus. Komm, Marty. Go for it! Na, die Tarnsteine machen mir schon so ein bisschen... Ach, du machst Auflockern. Da habe ich das Golbat vergessen. Ja, ganz toll. Aber sind jetzt alle weg, okay? Das ist eigentlich ganz gut. Denn ich mache jetzt Stromstoß. Oh, Toxin. Pass mal auf, mein Freund. Marty, Wild Charge, go! Okay. Rückstoßschaden, Leben Orb und jetzt noch der Verlust der KP. Giftschleim heilt auf. Jetzt ist die Frage, wird er mich angreifen? Werden wir es herausfinden. Komm, ich mache jetzt Tiefschlag. Und es schlägt. Okay. Okay. Okay, Notiz an mich selber. Sollte ich jemals nochmal ein neues Pokémon, das ihr jetzt bis jetzt noch nicht gesehen habt, mit Tiefschlag einsetzen. Versucht mich irgendwie davon abzuhalten. Bitte. Ich habe jetzt dreimal in diesem Scheißkampf Tiefschlag gemacht und es trifft einfach nicht.
Weil ich ja unbedingt aus, weil ich unbedingt Ruhe machen will. Ich mach's jetzt nochmal. Verdammt. Ja, jetzt trifft's. Dankeschön. Mann. Giftschock. Mein Gott. Dankeschön. Oh Mann. Okay. Okay. Sparky. Ich denke, es wird jetzt Zeit, dich einzusetzen. Und es ist auch das erste Mal, dass ich überhaupt ein Pikachu spiele. Competitive. Und es wird wahrscheinlich auch das einzige Mal sein. Ich bin nicht gerade ein Freund von Pikachu. Aber ich mache jetzt erstmal Mogelhieb. Ah, er ruft zurück. Schön. Kimba, wer ist Kimba? Wahrscheinlich, Luxio. Heiß. Okay. Adrenalin finde ich jetzt gar nicht gut. Der wird wahrscheinlich nur irgendeine Bissattacke machen. Ich weiß noch nicht was. Wird der Knirscher machen? Wird der Eiszahn machen? Muss mein Pikachu jetzt dran glauben? Das alles seht ihr in der nächsten Folge von Pokémon. Warte, was? Was? Ich gehe auf Darude. Der Vorteil an Darude ist, Darude kann schneller sein als alles andere. Macht Feuerzahn. Das ist jetzt nicht gut. Okay. Ganz ruhig, Kimba. Das Gute ist jetzt an meinem Darude ist, es hat einen Choice Scarf. Es ist in der Lage, es zu überholen. Wird er jetzt auswechseln und trappt mich wieder in meinem Scarf? Nein, er wechselt nicht aus, okay. Wahrscheinlich wird aber jetzt wieder dieses komische Drecksgolbert kommen. Heißt, Hochmut bringt mir jetzt eigentlich so gut wie überhaupt gar nichts. Oh Mann. Okay. Du also. Lion? Schreib mir bitte als Kommentar, wie du es aussprichst. Weil Lion? Lion? Weil Lion ist ja eigentlich Löwe. Und das ist jetzt der Spezialangriff verdoppelt, ist jetzt nicht schön. Das ist ganz und gar nicht schön. Laternecto, los! Hitzekoller. Ich bin nicht schneller. Es macht Giftblick. Okay, komm. Okay. Geh durch. Warum gehst du nicht durch? Mann! Das kann doch nicht sein. Und Okay, ich bin jetzt in einer sehr brenzligen Lage. Ich schicke jetzt Darude raus. Darude ist in der Regel jetzt schneller. Aber ich habe Feuerzahn. Was wäre jetzt besser? Ein Step-Abschlag oder Feuerzahn? Sehr effektiv, aber kein Step. Ich gehe auf Feuerzahn. Komm. Und es hat nicht gereicht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der Abschlag jetzt mehr Schaden gemacht hätte. Aber ey, ich muss sagen, Gigasauger hat echt übertrieben viel gebracht. Echt viel. Okay, Sparky.
Pikachu, du musst jetzt irgendwie was reißen. Und es tut es. Jetzt weiß ich noch nicht. Hat jetzt noch Golbat, noch Sferala und da ist noch eins. Foxy Love. Ja, Mann, wir gucken einer Drawn Together. Ja, Mann, geil. Das ist cool. So, die Sache ist, ich will eigentlich jetzt nicht Pikachu opfern, also nicht jetzt opfern. Tja, tut mir leid, Sparky, du kommst jetzt nochmal raus. Und dann wir schicken jetzt den Leinert rein. Das Shiny Muntia. Ja, Mann. Flammenwurf. Oh. Und, ja, perfekt, weggesteckt. Und jetzt. Der Leinert. Mach Tagedieb. Foxy Love macht Flammenwurf, okay. Und ich mache jetzt Tagedieb. Einfach nur, um ihn zu ärgern. So, das ist jetzt so die Rache dafür, dass du Ruheort gemacht hast. So, wir haben Frustration, wir haben Zugabe. Zugabe bringt im Moment aber nichts. Ich mache jetzt Protzer. Ich weiß, was er machen will. Er will mich jetzt vergiften. Aber ich bin jetzt geboostet, mein Freund. Bin jetzt geboostet. Ah, da ist ja noch ein Giftschleim. So, du hast kein... Du hast kein... Evolid drauf. Bist aber jetzt gefundenes Fressen für mich. So. Denn ich werde nämlich jetzt... Pass auf. Du wirst jetzt eine Runde vergeuden. Ich mache nämlich jetzt Zugabe. Tja, Nosferala, ich würde sagen, entweder wechselst du jetzt aus. Oder... Du wirst... Langsam, aber sicher... besiegt werden. Mann, besiegt es doch. Okay, okay, gut. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob Nosferala... Ja, er lässt Nosferala drin, okay. Eher sie... Entschuldige bitte. Ich kann dich nicht einschätzen. So. Tja, ich kann aber jetzt auch nicht mehr aus... Also, ne, ich kann schon auswechseln, aber... Das bringt halt einfach gar nichts. Deswegen gehe ich jetzt auf eine weitere Frustration, wenn ich durchkomme. Und ich werde durchkommen. Ja, perfekt. Geht durch und jetzt... Den abschließenden Schlag. Und jetzt kommt das Match Pikachu gegen Foxy Love. Ling Ling gegen Foxy. Stimmt, ich hätte mein Pikachu Ling Ling nennen müssen. Das wäre jetzt richtig cool gewesen, wenn das jetzt so zufallsmäßig echt so gewesen wäre. Okay, wir machen jetzt Mogelhieb. Vielleicht machen wir jetzt dadurch den... Ja, perfekt. Foxy Love besiegt. Und ich muss sagen, das war ein guter Kampf, Maike. Das war ein echt guter Kampf. War witzig. Und ja, bedanke mich auf jeden Fall dafür. Und werde mich dafür bedanken, wenn ihr dem Video auch wieder so guten Support gebt wie die anderen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Haut rein und...